Jesus Christus spricht, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Im Namen dieses Herrn, des Sohnes Gottes, sind wir an diesem Abend zusammengekommen zu diesem Thema New Age-Bewegung, östliche Religionen und Okkultismus. Ein Thema, das Gott selbst in die Hand nehmen muss. Im Blick auf diese Thematik gibt es viele Gebundenheiten, Abhängigkeiten und Menschen sehnen sich nach Freiheit. Wir beten darum, dass heute Abend nicht nur Information geschieht, sondern dass im Namen des Sohnes Gottes, Jesus Christus, auch Befreiung von Bindungen passiert. Lassen Sie uns ein gemeinsames Lied singen, 136. Die drei Strophen, welch ein Freund ist unser Jesus, oh, wie hoch ist er erhöht. 136. Je länger die Geschichte dauert, je mehr erfüllt sich, was in der Bibel steht. Nämlich, dass viele Bewegungen ausgehen in diese Welt, um möglichst viele Menschen und wenn es möglich ist, auch solche, die sich schon an der Bibel orientiert haben und Jesus Christus die Herrschaft über ihr Leben eingeräumt haben, zu verführen. Und diese Bewegungen sind eigentlich unübersehbar in ihrer Zahl und in ihrer Erscheinungsweise geworden. Und viele haben ganz große Probleme, da noch den Überblick zu behalten. Schon im Neuen Testament hat der Apostel Paulus auf solche Bewegungen hingewiesen. Zum Beispiel im 2. Thessalonicher Brief, da heißt es in einigen Versen in Kapitel 2, bleibt besonnen. Und lasst euch nicht so schnell verwirren und erschrecken, weder durch eine Weissagung, noch durch ein Wort oder einen Brief, die angeblich von uns stammen, als ob der Tag des Herrn schon da wäre. Und dann etwas weiter in diesem Kapitel spricht er von dem Gesetzlosen und sagt, der Gesetzlose aber wird in der Macht des Satans auftreten,
mit großer Kraft und trügerischen Zeichen und Wundern, damit wir dir alle zur Ungerechtigkeit verführen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie gerettet werden sollten. Darum lässt sie Gott auch der Macht des Irrtums verfallen, so dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Gefallen an der Ungerechtigkeit hatten. Eine deutliche Warnung vor den Verführungen, auch vor den Verführungen, die gerade mit Zeichen und Wundern einhergehen und große Dinge verbringen, das ist noch nicht ein Echtheitsbeweis. Und Verführungen, die oft sogar im Namen Gottes, des Vaters und manchmal auch seines Sohnes und des Heiligen Geistes geschehen. Wir brauchen Durchblick von Gott her in Strömungen unserer Zeit. Und das soll auch an diesem Abend geschehen. Das wollen wir erbitten und von Gott erwarten. Wir wollen aufstehen und miteinander beten. Vater im Himmel, dein Wort erfüllt sich Stück um Stück in all seinen Aussagen. Und das liegt daran, dass du selbst und dein Sohn Jesus Christus die Wahrheit hast. Und du hast nicht nur Dinge gesagt, sondern du lässt sie auch in Erfüllung gehen. Und wenn wir zurückschauen, dann können wir entdecken in der Geschichte, dass vieles von den Vorhersagen bereits erfüllt ist. Und das weckt in uns das Vertrauen, dass auch die Vorhersagen, die noch nicht erfüllt sind, in Erfüllung gehen werden. Sowohl im Positiven als auch im Negativen. Und wenn du uns heute Abend auf Erscheinungen hinweist, die in unseren Tagen deutlich und sichtbar sind, die oftmals den Anstrich des Guten haben, und dahinter steht doch die andere Macht, die widergöttliche Macht, dann schenke uns heute Abend Durchblicke in Bewegungen unserer Zeit und hilf uns in deinem Namen, den Sieg zu haben, zu erringen und zu behalten. Wir danken dir, dass du jetzt hier gegenwärtig bist und alles in deiner Hand hältst. Amen. In dieser Welt, in der wir uns befinden, gibt es ja gerade auch in unserer Zeit viel Resignation und viel Hoffnungslosigkeit. Und gerade jetzt und heute dürfen Christen nicht schweigen, von der Hoffnung zu reden, die sie in Jesus und im Evangelium gefunden haben. Und davon singt uns das Singeteam jetzt im ersten Lied. Bitte. Schweigen, dort wo die Hoffnung fehlt, durch uns.
Glanz will Gottes zeigen. Er allein ist das Licht dieser Welt. Wo Gottes Wort zum Maßstab wird und uns zu klaren Zielen führt, wo seine Liebe in uns brennt und unser Handeln sicher lenkt, strahlt unser Leben Hoffnung aus, zeigt Gottes Möglichkeiten auf. Lasst uns nicht länger schweigen, dort wo die Hoffnung fehlt. Durch uns will Gott es zeigen, er allein ist das Licht dieser Welt. Lasst uns nicht länger schweigen, dort wo die Hoffnung fehlt. Durch uns will Gott es zeigen, er allein ist das Licht dieser Welt. Das Lied, das das Singeteam jetzt gerade vor dem Vortrag von Dr. Gassmann halten wird, ist ein Lied, das zeugnishaft, bekenntnishaft ist. Ein Lied, wo es ganz persönlich heißt, ich weiß, wo ich stehe, ich weiß, wohin ich gehe. Im Grunde gehört das zu unserer menschlichen Existenz, dass wir uns nach solch einem Wissen sehnen, dass wir einen festen Standort haben und dass wir auch wissen, wohin die Reise unseres Lebens geht. Und das wünsche ich uns allen, dass wir auf diese Frage, wie kriegen wir diesen festen Standort und wo geht die Reise hin, eine klare Antwort bekommen. Bitte singt uns dieses Lied. Ich weiß, wo ich stehe, und ich weiß, wohin ich gehe. Weiß, dass ich nicht am Ende wie ein Rauch im Wind verwehe. Ich folge nicht den Wolken und traue nicht den Sternen. Hör nicht auf kluge Worte, die mich von dem Ziel entfernen. Gott führt mich durch die Zeit, führt mich in seine Nähe. Weißt du, wohin du gehst und wer dich wohin begleitet, ist er es, der dich führt und über deinen Weg entscheidet. Gehst du mit ihm oder folgst du ihm?
ich weiß, wohin ich gehe. Und wo willst du hingehen? Liebe Geschwister im Herrn Jesus Christus, liebe Freunde, herzlichen Dank, dass Sie auch heute Abend nochmal gekommen sind. Es ist ja auch für Sie sicherlich eine Anstrengung, 6 Veranstaltungen mitzuerleben. Darf ich einmal fragen, wer jetzt bei allen Veranstaltungen dabei war? Doch immerhin einige. Dürfen wir uns also auch ein Lob aussprechen. Ich will jetzt nicht fragen, bei wie vielen jeder Einzelne war. Wer ist denn heute Abend zum ersten Mal da? Oh, auch eine ganze Menge. Also auch nochmal herzlich willkommen. Wir haben jetzt dieses schwierige Thema Okkultismus, östliche Religionen und die New Age-Bewegung. Und dieses Thema ist kein Spiel, kein Zeitvertreib, sondern ein Kampfgeschehen. Die Bibel spricht von dem Kampf zwischen Licht und Finsternis. Aber bei allem dürfen wir uns klar sein, dass unser Herr Jesus Christus den Sieg errungen hat, für alle, die auf seiner Seite stehen. Ihnen kann der Feind zwar auch noch Anfechtungen bereiten, aber sie sind auf der Seite des Siegers, sie sind gerettet. Und ich wünsche jedem von uns, dass wir auf dieser Seite stehen und dass wir von da aus das Thema betrachten dürfen. Wer noch nicht auf der Seite Jesu steht, er möge sich doch rufen lassen, aus der Finsternis in das Licht zu treten. Denn dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Mit dieser Zusage, mit dieser Gewissheit dürfen wir auch in diesen Abend gehen und nun auch diese dunklen Dinge betrachten. Ich möchte nochmals uns unter den Schutz des Herrn ganz gezielt stellen und wir wollen beten und bleiben sitzen dabei. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir jetzt nochmals für diesen Abend, bitten dich ganz herzlich, dass du uns bedeckst mit deinem teuren Blut, dass der Feind keine Macht an uns finde. Wir dürfen deinen Sieg ausrufen, auch über diese Halle, und mit deiner Kraft und Gegenwart rechnen. Herr, wir loben und preisen deinen heiligen Namen. Amen. Nun, dieses Thema ist genauso umfassend wie heute Mittag, Anthroposophie. Es ist fast nicht möglich, in einer Stunde alles anzusprechen. Ich kann auch nur Ausschnitte bringen. Deshalb möchte ich gleich beginnen wenigstens, dass wir weiterkommen und möchte einige Beobachtungen an den Anfang stellen. Wir bemerken, dass die Nüchternheit des technischen Zeitalters immer mehr Menschen innerlich unbefriedigt lässt. Sie suchen nach Übersinnlichem, nach Unsichtbarem, nach Bewusstseinserweiterung, nach fernöstlicher Mystik und fernöstlicher Meditation. Auch Karl Marx hat seine Beliebtheit verloren. Ein Studentenpfarrer sagte: Früher diskutierten wir Marx, heute meditieren wir Zen-Buddhismus. Es werden Kurse angeboten für Yoga und Meditation, für Psychotechniken und Astrologie, für autogenes Training und positives Denken und vieles andere. Geistheiler, Reinkarnation, Anthroposophie, vieles wird in den Massenmedien und auf dem Buchmarkt favorisiert. Hexen treten auf, so wie man es sich früher gar nicht vorstellen konnte. In kaum einem Buchladen fehlt mir die Ecke über Esoterik oder auf Lateinisch Okkultismus, sogenannte Grenzwissenschaften, was aber oft doch gar nicht wissenschaftlich ist. In den Schulen wird zunehmend Tischerücken, Glasrücken, Spiritismus, Pendeln, Okkultrock und Ähnliches praktiziert oder angehört. Nun gibt es seit etwa 10, 15 Jahren diesen Begriff New Age, unter dem viele Strömungen sich zusammenfinden und die auch eine gemeinsame Richtung haben. Und zwar wird gesagt, dass nun das neue Zeitalter anbricht, denn New Age bedeutet nichts anderes als neues Zeitalter. Und das heißt, das neue Zeitalter des Wassermanns, welches das Fischezeitalter ablöst. Es ist eine astronomische Tatsache, dass sich ungefähr alle 2000 Jahre der Frühlingspunkt, der Stand der Sonne am 21. März, um ein Tierkreiszeichen verschiebt. Das ist eine astronomische Tatsache.
Aber nun die Astrologie, also die abergläubische Variante, sie sagt nun, dass eben diese Sterne Einfluss haben auf das Schicksal von Erde und Mensch und dass dieser Einfluss sich dann eben auf die Lebensentwicklung und auf die gesamte Erdentwicklung auswirkt. Nun also wird das Tierkreiszeichen Fisch verlassen und dieses wird also mit dem Christentum gleichgesetzt, weil der Fisch auch ein Symbol der Christen war oder auch heute zunehmend wieder ist. Wie man auch die Autos draußen anguckt, sieht man das sehr schnell. Dieses Geheimzeichen, das ja nichts anderes bedeutet als griechisch Ichthys, Jesus Christos, Theou, Hyos, Soter, auf Deutsch Jesus Christus, Gottes Sohn und Retter. Die Anfangsbuchstaben geben also das Wort Fisch auf Griechisch. Und daher kommt also dieses Symbol. Die es drauf haben, noch nicht wussten, wissen es jetzt. Und deshalb haben wir also diesen Fisch auf dem Auto oder auf dem Mofa und auf dem Fahrrad. Jedenfalls wird also behauptet, dass wir dieses Zeitalter verlassen und nun das Zeitalter des Wassermanns, also das Tierkreiszeichen des Wassermanns, betreten wird vom Frühlingspunkt. Und da wird jetzt gesagt, ändert sich etwas auf der Welt und für den Menschen. Und zwar hat bisher der Mensch noch an einem personalen, persönlichen Gott festgehalten, Gott der Vater, Sohn und Heiliger Geist. Jetzt aber beginnt der Mensch, seine eigene Göttlichkeit zu entdecken, seine eigenen Potenziale auszuschöpfen, die Kräfte, die okkulten Kräfte in sich selber freizusetzen, die in ihm schlummern. Ein Zitat aus dem Buch Das Zeitalter des Wassermanns von Elaine, die Astrologer. Gott ist tot. Das Göttliche ist es, das in allem in Erscheinung tritt. Zitat Ende. Also nicht mehr der persönliche Gott, sondern das unpersönliche Göttliche etwas, das nun überall in Erscheinung tritt. Der Regenbogen, ursprünglich Bundeszeichen zwischen Gott und dem Menschen, wird nun zum Symbol für die Selbststeigerung oder Selbstvergottung des Menschen auf der Antakarana oder Regenbogenbrücke, auf der der Mensch nun in Kontakt tritt mit Geistwesenheiten, ganz ähnlich wie wir es heute Mittag auch im Blick auf die Anthroposophie gehört haben. Ein weiteres Zitat aus diesem Buch. Das Wassermann-Zeitalter wird die unmittelbare Verbindung zwischen dem Selbst des Menschen und dem Universum oder der kosmischen Energie erleben. Also Verbindung zwischen dem Menschen und dem kosmischen, alleinen, unpersönlich verstandenen Göttlichen. Nun, die Religionsfachleute unter uns werden vielleicht schon die Parallele erkannt haben zu den östlichen Religionen, was ja auch ein Thema heute Abend ist, dass eben diese Vereinigung oder Erkenntnis der Einheit zwischen menschlichem göttlichem Kern und dem göttlichen universalen Weltgrund, dass dieses auch im Hinduismus vorkommt, und zwar unter den Bezeichnungen Atman als dem individuellen Selbstkern und dem göttlichen Brahman, einem Urgrund, aus dem nun alle Wesen sozusagen strömen, als Teile des Göttlichen, also nicht als Geschöpfe, sondern als Teile, auch ein Unterschied zur Bibel. Und alles ist letztendlich göttlich. Deshalb gibt es auch im Hinduismus etwa 330 Millionen Gottheiten. Es wird sozusagen alles als Gott verehrt und damit wird der wirkliche Gott verdrängt letztendlich. Es ist also ein Kennzeichen auch dieser vor allem hinduistischen, fernöstlichen Religionen, dass sie nun die Vergottung des Universums bezeichnen, betreiben, und diese Kraft ist ein Kennzeichen auch sämtlicher okkulten Systeme, diese Energie, die aus dem Kosmos strömen soll, aus dem Brahman. Diese Kraft trägt in den verschiedenen okkulten Systemen ganz unterschiedliche Namen. Zum Beispiel Odkraft hat der Freiherr von Reichenbach so bezeichnet, oder Akasha als dieser Lebensäther, der uns auch Offenbarungen gibt, etwa in der Anthroposophie, oder Prana, Kundalini im Hinduismus, Orgon bei Wilhelm Reich, Bioenergie in der Gruppendynamik, und so gibt es also ganz verschiedene Bezeichnungen für diese Kraft, die freigesetzt werden soll. Und das Kraftprinzip ist ein magisches Grundprinzip. Nicht Gott handelt, sondern eine magische Kraft, die dann als göttliches oder manchmal auch als Gott bezeichnet wird, aber nicht der Gott, der Schöpfer und Herr der Bibel ist. Wir möchten heute Abend ja ein bisschen Geistesunterscheidung
üben. Und da fängt es nun schon an, dass wir hier die Begriffe ganz klar unterscheiden, was damit gemeint ist. Denn es werden immer die gleichen Begriffe verwendet in diesen Verführungen. Verführung heißt ja auch Mischung aus Wahrheit und Lüge, dass beides immer hier zusammenströmt und auch so die biblischen Begriffe missbraucht werden. Ich möchte zunächst einmal einen Bibeltext lesen, der uns Grundsätzliches klar machen könnte. Und zwar 1. Mose 3, die Verse 1 bis 5. Sie können es gern aufschlagen. 1. Mose 3, 1 bis 5. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach das Weib zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zum Weibe: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Soweit 1. Mose 3, die Sündenfallgeschichte. Und hier sind nun verborgen die vier Lügen der Schlange bzw. des Satans, die, das möchte ich jetzt sagen, das Wesen sowohl des Okkultismus als auch der New Age-Bewegung als auch der fernöstlichen Religiosität kennzeichnen. Und da sind auch die ganzen Zusammenhänge da in diesen vier Lügen konzentriert. Die erste Lüge: sollte Gott gesagt haben. Hier wird erstens bestritten, ob es überhaupt einen Gott gibt, der etwas sagen kann. Sollte Gott gesagt haben. Heute ist ja auch der Atheismus sehr verbreitet. Die größte Religionsgemeinschaft sind die Atheisten in unserer Welt, nicht die Christen. Wir sind dann die zweitgrößten. Ich habe kürzlich wieder eine Statistik gesehen. Und dann kommen die Moslems und so weiter. Also die Konfessionslosen, Ausgetretenen, auch in Deutschland inzwischen, im Osten sind es ja, glaube ich, über 50%. Wir haben hier ein riesiges Missionsfeld, auch in Deutschland. Also sollte Gott gesagt haben, gibt es überhaupt einen Gott? Und falls es einen gibt, sollte er uns etwas sagen, vorschreiben, verbieten. Ihr sollt nicht essen von allen Bäumen, vom Baum der Erkenntnis. Und so ist es auch in den okkulten Systemen, dass die Realität eines wirklichen Gottes verleugnet wird und dass Menschen selber an die Stelle Gottes treten, indem sie ihre Neuoffenbarungen betreiben, indem sie magische Prinzipien anwenden und nicht mehr Gott die Ehre geben, auch nicht Gottes Gebote akzeptieren. Denn ein Grundmotto des führenden Satanisten Aleister Crowley, Vorbild vieler Rockgruppen übrigens, war das Motto: Tu, was du willst, das sei das ganze Gesetz. Also die totale scheinbare Freiheit des Menschen, die dann aber in die Gebundenheit dämonischer Mächte hineinführt. Sollte Gott gesagt haben, die zweite Lüge in Vers 4: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, wenn ihr dieses Gebot Gottes übertretet und nach der Frucht der Erkenntnis greift. Keineswegs sterben. Nun, Sie wissen ja alle, dass das nicht stimmt. Der Mensch ist sterblich geworden bis heute. Und wie haben sich jetzt diese fernöstlichen Religionen, okkulten Systeme beholfen, um dieses zu überspielen? Sie haben eine Lehre entwickelt, die dem Menschen vormacht, er würde zwar sterben, aber er würde immer wieder kommen auf diese Erde, sich immer wieder verkörpern. Und diese Lehre heißt Reinkarnation, auf Deutsch wieder ins Fleisch kommen, wieder Fleischwerdungslehre oder wieder Verkörperungslehre. Dass der Mensch also wieder und wieder auf die Erde kommt und sich immer höher entwickelt. Wir haben es heute Mittag im Blick auf die Anthroposophie gehört. In den fernöstlichen Religionen kommt man nicht unbedingt als Mensch wieder, sondern auch als Tier, in den westlichen Umformungen dann immer als Mensch in besserer oder schlechterer Ausgangslage, je nach meinen Taten. Also eine Art Selbsterlösung durch die Wiederverkörperungen hindurch. Aber Hebräer 9, Vers 27 steht: Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Und Marc Albrecht hat einmal ein Buch geschrieben mit dem treffenden Titel Reinkarnation, die tödliche Lehre. Das klingt wie ein Widerspruch, weil man ja das ewige Leben sich erhofft in den okkulten Systemen. Aber es ist tödlich, weil der Mensch nämlich die
Möglichkeit versäumt, sich hier und jetzt für Jesus Christus als seinen Herrn zu entscheiden und ewig verloren geht. Das ist ja diese Verführung, die mit dieser Lehre verbunden ist, dass man hier und jetzt die Chance verpasst, Jesus anzunehmen und denkt, ich kann mich ja selber höher entwickeln. Die dritte Lüge, ihr werdet sein wie Gott. Das ist die Hauptlüge der Dämonen. Die Selbstvergottung des Menschen, die Behauptung, der Mensch sei göttlichen Wesens oder könne sich zu göttlicher Wesenheit hinentwickeln. Nun, die Bibel sagt, dass wir nach dem Bilde Gottes geschaffen sind. Aber das ist etwas anderes, als wenn es heißt, dass wir Götter oder göttlich sind. Denn wenn ich jetzt eine Fotografie von mir habe, dann bin ja ich nicht selber die Fotografie, das Bild, sondern es ist nun eben ein Bild von mir. Und es ist ein schwacher Vergleich, um uns deutlich zu machen, dass eben wir zwar nach dem Bild Gottes, nach der Fotografie jetzt etwas vorsichtig gesagt geschaffen sind, aber eben nicht Gott selber sind dabei. So kann man sich vielleicht vorstellen, dass also hier immer dieser Unterschied zwischen Schöpfer und Geschöpf bleibt und es keine wesenhafte Einheit gibt, sondern nur die Einheit der Liebe, die der Heilige Geist in unseren Herzen wirken kann, dass wir umkehren zu Gott, zu Jesus Christus. Die dritte Lüge. Und da gibt es nun ja diese verschiedenen Lehren, dass es eben keinen persönlichen Gott gibt, dass alles göttlich ist, Pantheismus und wie das alles heißt, und dass der Mensch sich selber höher entwickelt durch Evolution zur Selbstvergottung. Nun, und ihr werdet wissen, was gut und böse ist, die vierte Lüge. Sicherlich ist dem Menschen das Gewissen mitgegeben, aber was die Folge ist dieses Sündenfalls, das ist die Erkenntnis der eigenen Nacktheit, der eigenen Ungeschütztheit und Verlorenheit vor Gott. Auch heute erkennen das allerdings nicht mehr alle Menschen. Es ist bei vielen das Gewissen verroht, leider durch vielerlei Einflüsse. Aber grundsätzlich hat eben der Mensch keine Allwissenheit erlangt, wie es die Schlange hier vorgaukeln will, sondern der Mensch ist in die Schuld gefallen, er wurde aus dem Paradies vertrieben und kann nur durch das Kreuz Jesu Christi wieder in die Verbindung mit Gott kommen. Ich weiß nicht, es husten einige, wenn man vielleicht einmal durchlüftet oder so, ob es daran liegt, oder geht die Erkältung so durch den Raum? Ja. Ja. Ich hoffe, ich habe sie nicht schon alle angesteckt, also ich bin auch etwas lädiert, aber ich denke, es geht noch. Ja, dann, das waren also jetzt diese vier Lügen im Schnelldurchgang und ich möchte jetzt auf die vier grundlegenden New Age-Lehren eingehen. Die erste Grundlehre des New Age-Systems lautet, alles ist eins. Auf Griechisch der Begriff Monismus, die Alleinheitslehre. Alle Dinge stehen in einer inneren Vernetzung miteinander und auch das Göttliche ist praktisch in das Geschöpfliche eingebunden. Es wird immer dieser innerweltliche Gott vertreten. Fridtjof Capra etwa, ein führender Autor des New Age mit seinem Buch Wendezeit, bezeichnet Gott als die Selbstorganisationsdynamik des Universums. Also Gott ist praktisch ein Glied der Evolution der Welt selber, aber er ist nicht der Schöpfer, der über der Welt steht, nach Capra. Die Selbstorganisationsdynamik des Universums, welche unpersönliche und kalte Gottesvorstellung. Im Gegensatz zu Jesus Christus, der sagt, Abba, lieber Vater, das dürfen wir sagen, wenn wir zu ihm gehören. Die zweite Grundlehre ist die Evolution, dass sich Welt und Mensch immer höher entwickeln durch Evolution. Wir haben es ja in diesen Lügen gehört, genau diese Lehren tauchen hier wieder auf. Und dazu gehört eben die Leugnung auch des Todes oder die Behauptung der Reinkarnation. Und die dritte Grundlehre des New Age ist eben, dass der Mensch göttliches Wesen habe und das entspricht der Lüge, ihr werdet sein wie Gott. Und die vierte Lehre, dass der Mensch zur Bewusstseinserweiterung fähig ist, das geschieht durch verschiedene Verfahren wie etwa Drogen, fernöstliche Meditationstechniken, positives Denken, Psychotechniken und Ähnliches. Eure Augen werden aufgetan und ihr werdet wissen, diese Verführung. Nun, historisch liegen die Wurzeln des New Age-Denkens
schon natürlich bis in den Sündenfall zurück. Aber wenn wir jetzt in der Neuzeit schauen, da ist es insbesondere das Jahr 1875. Wie heute Mittag kommen auch wir heute Abend wieder zur Theosophischen Gesellschaft von Helena Petrovna Blavatsky begründet. Sie hat viele dieser Lehren vorbereitet, etwa die drei Hauptziele: einen allgemeinen Bund, eine allgemeine Bruderschaft der Menschheit zu bilden, ohne Unterschied von Rasse, Religion, Geschlecht, Kaste oder Farbe. Manchem mag dieser Begriff von der Menschheitsbruderschaft bekannt vorkommen. Mancher weiß auch, dass diese Vorstellung schon älter ist als bei Blavatsky, denn sie taucht zum ersten Mal in dieser Formulierung bei den Freimaurern auf, insbesondere bei den Illuminaten im 18. Jahrhundert, Adam Weishaupt, dass man eben den absoluten Toleranzgedanken vertritt, eben jetzt nicht nur die Toleranz gegenüber der Person, sondern auch in der Sache, in der Wahrheitsfrage, dass es keine absolute Wahrheit mehr gibt. Denken Sie an Lessings Ringparabel. Keiner weiß mehr, welches der echte Ring ist, und so auch nicht weiß man angeblich, welches die wahre Religion ist, und damit wird eben Wahrheit eingeebnet, und es steht im totalen Gegensatz zu Jesu Anspruch, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und keiner zum Vater kommt, außer durch ihn. Hier eine allgemeine Menschheitsbruderschaft ohne Unterschied der Religion, das steht hier im Zentrum. Dann will man das vergleichende Studium der Religionen fördern. Auch da wird der christliche Glaube eingeebnet als bloße Religion und nicht als die Wahrheit. Und man will die im Menschen schlummernden Kräfte erforschen, die übersinnlichen Kräfte und Energien freisetzen. Das waren Ziele von Blavatsky, die ziehen sich bis heute durch. Und diese Ziele, möchte ich sagen, sind durch und durch antichristlich, gegen Jesus Christus gerichtet, gegen seinen Anspruch, der Weg zu sein. Und es wird auch geleugnet, der Vater und der Sohn, die Dreieinigkeit. Und im ersten Johannesbrief lesen wir ja, wer ist der Antichrist, wenn nicht der, der den Vater und den Sohn leugnet. Begegnet übrigens bei vielen Systemen. Ich möchte in dem Zusammenhang auch die Zeugen Jehovas nennen, die ja ebenfalls die Dreieinigkeit bestreiten und unter diese Voraussage nach 1. Johannes 2 und 4 fallen dabei. Nun, es werden Ziele angestrebt, die in der Bibel vorausgesagt sind, und zwar finden wir diese Ziele vor allem unter dem Begriff Einheit in der Offenbarung an Johannes, Kapitel 13 und 17, wo davon die Rede ist, dass ein Welteinheitsreich entstehen wird unter dem Antichristen, in dem alle einerlei Meinung haben werden. Ein politisches Einheitssystem. Wie das nun im Einzelnen sich gestaltet, das können wir uns zurzeit noch nicht so ganz vorstellen. Aber es wird wohl eine Diktatur sein, die den christlichen Glauben verfolgen wird und seine Anhänger. Es wird auch ein einheitliches Wirtschaftssystem sein, weil es einmal heißt in Offenbarung 13, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Malzeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens, welche ist 666. Wir wissen ja, dass wir auch auf eine zunehmende Wirtschaftsvereinheitlichung zugehen. Und es wird eine Welteinheitsreligion sein oder zumindest eine Ökumene der Religionen, in der nicht mehr der Absolutheitsanspruch Jesu Christi geduldet wird, sondern behauptet wird, um des Friedens willen müssen alle den Missionsauftrag aufgeben und in den nur noch bloßen Dialog treten. Auch das vorausgesagt in vielen Stellen. Und auch bei Alice N. Bailey, einer Nachfolgerin Blavatskys, der dritten Präsidentin der Theosophischen Gesellschaft, ausgeführt, indem sie Pläne entworfen hat für eine neue Weltordnung, ein universelles Kreditkartensystem, eine weltweite Nahrungsmittelzuteilung und eine Theologie entwickelt hat für eine neue Weltreligion, wobei die Vernichtung all der Religionen gefordert werden, die nicht zur Preisgabe ihres Absolutheitsanspruches bereit sind. Sie hat auch organisatorisch manches vorbereitet durch diese Gruppen der Arkanschule, der Triangles, der Gruppe der neuen Weltdiener, die Aktion weltweiter guter Wille, andere Vereinigungen, etwa die Lucifer Publishing Company, heute Lucy's Publishing Company in Genf und verschiedene andere Gruppierungen, die hier zunehmend aktiv sind. Nun aber weg etwas von diesen esoterischen Vorbereitern
und zu zwar nicht viel weniger esoterischen, aber mehr wissenschaftlich akzeptierten, wie etwa Fridtjof Capra, die Bücher Das Tao der Physik und Wendezeit. Darf ich fragen, wer die schon gelesen hat? Einer? Ja. Naja, ich möchte trotzdem darauf eingehen. Ich freue mich natürlich, dass die nicht so verbreitet sind. Aber warum hat Capra ja vor einigen Jahren so viel Anklang gefunden? Heute ist es ja eher Drewermann, der aber auch in diese Richtung geht, New Age. Weil er in die Zeitlage hineingesprochen hat, in die Zeitlage der Krise und gesagt hat, nach jeder Krise kommt dann ein Umschwung, das neue weibliche Zeitalter, in dem alles harmonisch und weich ist, wo nicht mehr polare Gegensätze sind, sondern die Einheit der Gegensätze nun erfolgt. Subjekt- und Objektspaltung werden aufgehoben, die es noch bei Descartes gab. Und es erfolgt nicht nur eine Vernetzung auf ökologischem Gebiet, Professor Lanz hat ja darüber gesprochen, sondern auch auf weltanschaulichem und religiösem Gebiet. Das heißt wiederum, dass eben alle Ideologien und Religionen in einen Dialog treten sollen und ihren Absolutheitsanspruch aufgeben, und so wird eben universaler Friede angestrebt. Weiterhin werden Mensch und Natur in ein neues Gleichgewicht miteinander gebracht bei Capra. Es werden Muttergottheiten, Naturgottheiten wieder eingeführt, aber nicht nur bei Capra, sondern es geht ja auch weiter. Zumindest bei den radikal-feministischen Autorinnen begegnen uns diese Dinge auch, dass man wieder zurückfällt in altheidnische Kulte. Dinge, die ich jetzt hier gar nicht nennen möchte, weil es doch uns belasten könnte, wenn nun das Blut Jesu durch andere Dinge ersetzt werden soll. Oder wenn nun Gottheiten wie Astarte und Asherah, Isis, Ishtar und Ähnliches wieder eingeführt werden sollen. Nun, jetzt möchte ich eine kleine Schulung geben in Geistesunterscheidung. Und zwar habe ich einmal eine Tabelle gemacht, manchem ist es vielleicht bekannt, New Age kontra Bibel, wo also in zwei Spalten eine Gegenüberstellung ist zwischen New Age Aussagen über Gott, Mensch, Welt, Sünde und so weiter und dem, was die Bibel dazu sagt. Und es ist ganz wichtig, dass wir diese Begriffe auseinanderhalten können, vor allem die Inhalte, die dann hier vermischt werden. Im New Age-Sinne ist Gott eine unpersönliche Kraft oder kosmische Energie, das haben wir schon gehört. In der Bibel ist Gott aber der persönliche Gott und Vater, ein Gegensatz. Im New Age-Sinne sind Welt und Mensch Ausfluss des Göttlichen und sie sind im innersten Kern göttlich und gut. In der Bibel sind Welt und Mensch als Gottes Gegenüber geschaffen. Sie sind nicht göttlichen Wesens, sondern auf die göttliche Gnade angewiesen. 1. Mose 8 heißt es, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Für einen rein humanistisch denkenden Menschen schwer zu verstehen, aber die menschliche Realität und der biblische Realismus. Und Sünde ist im New Age-Sinne das Nicht-Erleuchtet-Sein. Und das heißt, dass wir unsere eigene Göttlichkeit nicht erkennen. Erkennt doch, dass ihr göttlichen Wesen seid, dann werdet ihr euch höher entwickeln. So diese Aufrufe. Aber im biblischen Sinne ist Sünde gerade das Gegenteil, nämlich gerade dieses wie Gott sein wollen des Menschen, dass der Mensch seine eigene Göttlichkeit behauptet oder anstrebt. Sie merken, es ist genau das Gegenteil, nicht? Mit dem gleichen Begriff. Luzifer ist im New Age-Sinne der Lichtträger, Lux, das Licht auf Lateinisch. Und er verspricht dem Menschen kosmisches Bewusstsein und Erleuchtung im Blick auf seine Göttlichkeit. In der Bibel aber ist Luzifer der Satan, der gefallene Lichtengel, der selber schon vor Erschaffung der Menschheit Gottgleichheit beansprucht hat und von Gott abgefallen ist und verstoßen wurde und nun andere Menschen mit in das Verderben oder Menschen in das Verderben hineinreißen möchte. Er tarnt sich als lockender Engel des Lichts, aber im New Age-Sinne ist er jemand, der uns Erleuchtung bringt. In der Anthroposophie nun etwas eine andere Deutung, da als polarer Gegensatz zu Ahriman, aber auch eine im Grunde halbwegs positive Deutung dort. Erlösung im New Age-Sinne ist Selbsterlösung.
nach der Art hinduistischer Erleuchtung, dass man durch Versenkungstechniken sein göttliches Wesen freisetzt, durch Meditation, Opferritualien, Verbesserung des Karmas und so weiter. In der Bibel aber ist Erlösung die Tatsache, dass wir durch das Opfer Jesu Christi am Kreuz, das er stellvertretend für ihre und meine Schuld verblutet ist, dass wir dadurch Vergebung haben, dass wir dadurch ein neues Leben bekommen können. Nicht durch eigene Werke, sondern indem wir im Glauben dieses Geschenk erfassen und dann aus Liebe und Dankbarkeit gute Früchte und Werke hervorbringen, ein neues Leben führen. Und wer ist Jesus Christus im New Age-Sinne? Er war ein besonders erleuchteter Mensch, ein bloßer Mensch, vielleicht noch eine Geistwesenheit, aber nicht Gott in Person oder Gottes Sohn im biblischen Sinne. Er war ein Yogi, ein Guru, wird gesagt, ein Lehrer und Religionsstifter neben vielen anderen. Buddha, Zarathustra, Mohammed und so weiter werden da immer in einer Reihe genannt, in vielen Systemen. Und er kommt wieder auf die Erde als Weltenlehrer oder Lord Maitreya, die fünfte Verkörperung Buddhas im theosophischen System. Und er kommt wieder, um die Probleme dieser Welt zu lösen. Nach anthroposophischer Vorstellung war Christus der kosmische Sonnengeist, der Jesushülle innewohnte und der Menschheit die Selbsterlösung durch Hellsehen ermöglicht. Eine kleine Variation, aber prinzipiell kein großer Unterschied. Aber nach biblischem Sinne ist Jesus Christus der Sohn des lebendigen Gottes, der einzige Weg zu Gott, dem Vater, der einzige Erlöser, der durch sein Opfer die völlige Erlösung erwirkt hat. Er wird wiederkommen, ja, auch das glauben wir, aber eben nicht als Mensch hier auf Erden, der sozusagen auftritt als der Herrscher jetzt hier auf Erden, der Menschheit Friede und Sicherheit und Wohlstand bringt. Das wird der Antichrist tun und dadurch die Menschen verführen, sondern wenn er wiederkommt, wird er auf den Wolken des Himmels erscheinen und seine Auserwählten versammeln in sein Reich. Und noch zum Thema Einheit. Einheit ist ja ein Schlüsselbegriff im New Age-Denken. Einheit erfolgt durch allseitige Vernetzung, Synthese, Harmonie und Toleranz zwischen den verschiedensten Religionen und Ideologien, die nur relativ wahr sind. Aber in der Bibel ist Einheit die Einheit, die positive Einheit, die Einheit aller derer, die an Jesus Christus glauben. Nach Johannes 17, Herr, dass sie eins seien, so wie wir eins sind, betet hier Jesus Christus kurz vor seiner Kreuzigung. Und dann gibt es aber auch die antichristliche Einheit, und das ist die im New Age-Sinn, die sich dahinter verbirgt, dass eben alles relativiert wird, die Wahrheit eingeebnet und zu Boden getreten, wie es mal im Daniel-Buch heißt, und dass dann das Unvereinbare zusammenkommt. Himmel und Hölle, Gott und Teufel versucht wird zusammenzubringen. Und so auch der Liebesbegriff. New Age-Sinne, ein kosmisches Prinzip, das alle Unterschiede einebnet, alle Gegensätze vereinigt und eine allgemeine Harmonie und Weltbruderschaft ermöglicht. Aber im biblischen Sinne ist Liebe Gott in Person, der persönliche Gott, der uns so geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn für uns in den Tod gab, damit wir das ewige Leben haben, wenn wir an ihn glauben, als den einzigen Herrn und Erlöser. Liebe ist untrennbar verbunden mit der Wahrheit, die Jesus Christus selber ist, in Person. Wahrheit nicht als philosophischer Begriff, sondern als zuverlässige Personbeziehung zu dem Einzigen, der wirkliches, absolutes Vertrauen und Glauben verdient, Jesus Christus. Soweit eine Hilfe zur Unterscheidung der Begriffe der Geister. Nun möchte ich gegen Ende eine Aufzählung geben von verschiedenen Feldern, wo nun dieses New Age-Denken, fernöstliche und Okkultismus-Denken zusammenströmt, was nun hier dazugehört. Da könnten wir jetzt natürlich tagelang darüber reden. Ich kann die Dinge nur kurz anschneiden und möchte dann am Schluss noch auf den Weg zur Befreiung eingehen. Aber zunächst noch ein Überblick über einige Strömungen, die heute vielleicht besonders hervortreten. Da ist zunächst das riesige Gebiet des Okkultismus zu sehen, wozu Hunderte, ja vielleicht Tausende von Techniken gehören, die bekanntesten: Astrologie, Tarot, Spiritismus, Wahrsagen, Hellsehen, Kartenlegen. Von all diesen Dingen möchten wir abraten als Christen, denn der Mensch, der auch nur zum Spaß oder aus Neugier sich damit einlässt, gerät in Bindungen hinein,
Depressionen, Selbstmordgedanken, Angstgefühle. Und er kommt von Gott weg, er verliert das Heil, wenn er sich auf diese Dinge einlässt. Dann sind auch zu nennen im großen Feld des New Age und Okkulten die Geheimbünde und Vereinigungen mit esoterischen Wurzeln, wie etwa die Freimaurer, die Rosenkreuzer, die Theosophen, die Kosmosophen und die Anthroposophen. Zu nennen ist ferner die explosionsartige Zunahme der Sekten und Jugendsekten, die hinduistische und spiritistische Elemente in sich vereinigen. Etwa die christliche Wissenschaft, die weder christlich noch wissenschaftlich ist. Auf Englisch Christian Science, das ist die Vorstellung, die aus dem Hinduismus stammt, dass der Mensch im Grunde vollkommen ist und nur seine eigene Vollkommenheit und Göttlichkeit erkennen müsste. Und dann gibt es diese Heiler, die eben den Menschen zu dieser Erleuchtung helfen sollen. Mit einem Satz jetzt gesagt. Und dann das Heimholungswerk Jesu Christi in Würzburg, nennt sich jetzt Universelles Leben oder Innere Geist Christuskirche. Ich weiß nicht, ob es auch hier da einen Ableger gibt bereits. Nichts anderes als eine spiritistische geprägte Frau, Gabriele Wittek, die früher schon in solchen Geistersitzungen bekannt war und behauptet, jetzt würde Christus durch sie sprechen und fernöstliche Lehren verkündigt, etwa die Wiederverkörperung. Dann Neugeist, Neugedankenlehre, Bhagwan, Ekan K, Divine Light, Mission, Scientology, TM, Transzendentale Meditation und vieles andere, die natürlich Variationen aufweisen, aber im Kern in die gleiche Richtung gehen, den Menschen weg vom lebendigen Gott ziehen und in finstere Bindungen hinein. In der Kunst hat diese New Age-Welle eine Art Paukenschlag erfahren, einen Beginn durch das Musical Hair, Haare, wo also der Aquarius, der Wassermann, besungen wurde und die Sternzeichen, ist vielleicht vielen noch bekannt. Dann die ganze Fantasy-Welle mit ihren Ersatzerlösern, wie etwa E.T., der den Weg Jesu Christi von der Wiege bis zur Himmelfahrt nachäfft, wenn Sie das mal kritisch verfolgen, wie dieser gnomhaft aussehende Außerirdische umkommt und wieder aufersteht und zum Himmel fährt am Schluss. All dies sind Ersatzerlöser, die gerade den Kindern das Evangelium unwichtig machen sollen, indem nun solche Gestalten in den Vordergrund treten. Auch im Fernsehen bis hin zum Kinderprogramm nehmen diese Dinge immer mehr zu. Ich nenne nur an New Age-Figuren die Ghostbusters, die ja auch hier das ziemlich verharmlosen, Star Wars, Ewoks, Bibi Blocksberg, eine sympathische Hexe sozusagen, The Masters of the Universe, Lady Lockenlicht mit ihrem magischen Haar, Alf, der Außerirdische, Regina Regenbogen, die Helferin über der Regenbogenbrücke, auch Superman in gewisser Hinsicht. Und Michael Ende ist bekannt in seinen Büchern. Er hat ja in einem Interview mit Ulrich Skambrax, der vorhin schon genannt wurde, seine Quellen genannt, nämlich Rudolf Steiner und Aleister Crowley, den führenden Satanisten. Tu, was du willst, das sei das ganze Gesetz, steht auf der Rückseite der unendlichen Geschichte. Dieses Zitat von Crowley. Und der Inhalt ist nichts anderes als eine Einweihung in den Okkultismus des Lesers, der sich auf diese Geschichte einlässt, der hineinkommt durch diesen magischen Spiegel. In der Medizin sind solche Strömungen dazu zu rechnen, die nicht nur die Einheit von Leib, Seele und Geist betonen, was durchaus berechtigt ist, psychosomatische Einheitsmedizin, Ganzheit, sondern die darüber hinaus auch eine Einheit zwischen Mensch und Kosmos behaupten, dass Heilung erfolgt durch das Strömen einer unsichtbaren kosmischen Energie oder universalen Heilkraft. Und das sind vor allem fernöstliche Heilverfahren zu nennen, etwa auch die Akupunktur in ihrer ursprünglichen fernöstlich-chinesisch-universistischen Form. Es gibt sicherlich westliche Variationen, wo dann auch mit Nerven gearbeitet wird. Dann der Mesmerismus, anthroposophische Medizin, ich habe es am Mittag genannt, magische Handauflegung, Geistheilung, Yogaübungen, das sind ursprünglich hinduistische Gebetshaltungen, keine reine Gymnastik, wie viele meinen. Davon abgeleitet übrigens in einer etwas neutraleren Form ist das autogene Training, aber die Wurzeln liegen im West-Yoga, das Johann Heinrich Schulz davon abgeleitet hat. Ich möchte es einfach mal nennen, dass wir es hören. Wir können da gern auch noch drüber reden, wenn Sie da andere
Erfahrungen oder Ansichten haben. Ich möchte auch das Rudengehen und das Pendeln nennen, die durchaus vergleichbare Techniken sind. Beim Pendeln ist es uns besonders deutlich, dass es hier nicht mit natürlichen Dingen zugeht, sondern dass eben über einem Papier gependelt wird, wo es keinerlei physikalischen Beziehungen gibt, sondern wo eben Heilmittel oder Krankheiten ausgependelt werden und der Mensch nun hier letztendlich Geister befragt mit Hilfe des Pendels und auch, so nehme ich doch stark an, durch diese Parallele auch bei der Winschelrute. Nun, wir haben es hier nicht mehr mit naturwissenschaftlich ableitbaren Wirkungen zu tun, sondern mit Kräften, die einem okkulten, universistischen oder hinduistischen Weltbild entstammen. Jeder Christ möge hier selber prüfen anhand der Schrift. Ich möchte auch nennen die Thanatologie in der Gestalt, wie sie entwickelt wurde von Elisabeth Kübler-Ross und Raymond Moody, die ja von Sterbeerlebnissen berichten. Sicherlich sind viele Menschen dadurch wieder neu zu der Vorstellung gelangt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Andererseits finde ich diese Bücher problematisch, weil den Menschen vorgegaukelt wird, es gäbe für jeden, egal ob er an Jesus glaubt oder nicht, nach dem Tode ein Lichtreich, in das er hineingeht. Und diese Lichterscheinungen lassen sich ja erstens psychologisch und chemisch erklären durch gewisse Nervenreaktionen. Die Menschen sind ja nicht wirklich tot, sondern es ist eine besondere Art von Scheintodzuständen. Und dann dürfen wir auch nicht vergessen, dass der Lichtengel, der Gefallene, ein Interesse hat, dem Menschen diese Illusion eines ewigen Heilszustandes ohne Christus vorzugaukeln. Soweit auch in Kürze einige Bemerkungen. Übrigens Elisabeth Kübler-Ross, trotz aller Verdienste, die sie sich auch erworben hat mit der Sterbelehre, aber sie hat auch einen Leitgeist, ist in spiritistischen Zirkeln, also das sollten wir einfach berücksichtigen. Dann in der Psychologie wäre nun viel zu sagen. Ich möchte mich beschränken auf den Begriff Gruppendynamik, fühlen statt zu denken als Schlüsselbegriff, so auch ein Buch, das ich mal jetzt geschrieben habe zu der Thematik, wo ich also auch analysiert habe, ausführlich, als es jetzt mit einem Satz geht, diese Zusammenhänge, wie also Menschen in Gruppen gleichgeschaltet werden für ein einheitliches Denken über das Gefühl auf dem unterschwelligen Weg des Gefühls manipuliert und ihres klaren Denkens beraubt, wo nur noch diese Komplexe oder in den Mittelpunkt gestellt werden, sodass der Mensch nicht mehr klar prüfen kann, sondern emotional aufgeraut und verändert wird. Zu dem heikelsten Punkt nun, und zwar ist das auch New Age, beziehungsweise die Parallelen in Politik und auch Kirchen. Ich möchte da nur nennen das Ereignis von Assisi 1986. Wem ist das bekannt? Ja. Am 27. Oktober 1986 fand in Assisi, Italien, der sogenannte Weltgebetstag für den Frieden statt, zu dem Papst Johannes Paul II. Vertreter eingeladen hatte, nicht nur der christlichen Konfessionen, sondern auch der nichtchristlichen heidnischen Religionen. Und das wurde dieses Jahr wiederholt, übrigens, mit geringerer Beteiligung allerdings. Und damals hat man vor den Augen der gesamten Weltöffentlichkeit, übers Fernsehen wurde es übertragen, so getan, möchte ich sagen, als würden letztendlich alle zum gleichen Gott beten. Denn wie kann man es anders erklären, als dass man sich hier trifft, um zu beten für den Frieden. Ein gutes Ziel, aber ob der Weg, ob das Mittel dazu richtig ist, das ist die Frage. Denn die Jahreslosung gerade 1986 lautete, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ich denke, das ist auch kein Zufall, dass Gott hier die Christen warnen wollte, diesen Weg der Religionsvermischung zu gehen, der aus solchen Veranstaltungen folgt, denn in den Augen der Weltöffentlichkeit sieht es so aus, als seien nun letztendlich doch alle Religionen auf den gleichen Gott bezogen und als sei eben nicht Jesus der einzige Weg zum Heil. Wir sehen, dass also hier die Verführungen eingebrochen sind. Ich möchte aber auch sagen, im Vatikan gibt es auch Diskussionen über diese Dinge. Etwa der Kardinal Ratzinger ist hier kritisch, der ja auch die zweithöchste Stelle so ziemlich begleitet im Vatikan. Das möchte ich hier nicht verschweigen. Und in allen Kirchen laufen ja diese Diskussionen über das Genfer Dialogprogramm. Im evangelischen Bereich sieht es ja ganz ähnlich aus. Weltkirchenrat
hat man auch 68 Dialog statt Mission im biblischen Sinne ausgerufen, dass eben die Wahrheitselemente der Religionen in das Gespräch miteinander kommen sollen, aber dass nicht mehr der Hindu sich zu Jesus unbedingt bekehren soll, sondern dass wir auch eben dort etwas übernehmen und die von uns etwas übernehmen. So wird also Matthäus 28, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, weggetan und behauptet, um des Friedens willen könnten wir nun diesen Auftrag beiseite lassen. So sicherlich nicht von allen, aber doch diese Tendenz sehr deutlich zu spüren. Und es gibt Diskussionen hier quer durch die Konfessionen und Kirchen und Freikirchen hindurch, wobei es natürlich unterschiedlich stark ist in den verschiedenen Kirchen. Also bei der FEG ist doch da also, denke ich, eine klare Linie. Nun, wir müssen aber berücksichtigen, dass Friedensfrage und Umweltfrage zu Motoren einer Welteinheitsreligion zu werden drohen, die dem Antichristen den Weg bereitet. Die Bibel warnt uns aber, ziehet nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Und das gilt gerade auch auf geistliche Akte wie das Gebet. Das ist ein Unding und da kann nicht Frieden und Segen, sondern nur das Gericht Gottes folgen, wie es auch in der gesamten biblischen Heilsgeschichte gewesen ist. Immer wenn Israel paktiert hat mit Vertretern heidnischer Religionen, folgte das Gericht, die Reichsteilung, der Untergang und so weiter. Ja, über die neue Weltordnung habe ich hier auch vor einiger Zeit einen Aufsatz veröffentlicht. Wer will, kann das nochmal einsehen hier bei mir. Möchte ich jetzt nicht mehr ausführlicher darauf eingehen. Ich möchte jetzt aber, was wichtiger ist, noch darauf eingehen, auf die Befreiung von okkulten Bindungen. Wir haben, glaube ich, noch 10, 12 Minuten. Ja. Nun, durch all diese Strömungen kann eine okkulte Behaftung eintreten. Es muss nicht gleich eine Besessenheit sein, wie mancher dann immer Angst davor hat, sondern es kann auch Belastungen geben. Und wie kann man nun davon frei werden oder anderen helfen? Eine regelrechte Besessenheit kommt im westlichen Kulturkreis nicht so häufig vor wie etwa in Missionsgebieten, wo das Evangelium noch gar nicht so bekannt ist, aber sie nimmt zu durch die ganze okkulte Welle, die auch bei uns eingebrochen ist, vor allem seit den 60er Jahren, vermehrt wieder durch die Jugendreligionen, durch viele Fernsehsendungen und andere Dinge. Und man sollte allerdings auch mit vorschnellen Teufelsaustreibungen vorsichtig sein, wie sie in manchen schwärmerischen Kreisen praktiziert werden. Man sollte auch nicht alles verteufeln und überall gleich den Teufel sehen, sondern man sollte erst einmal prüfen, welche Ursachen eine Krankheit sonst haben könnte und erst, wenn alle anderen Möglichkeiten auszuschließen sind, dann auch damit rechnen können oder müssen, dass eben okkulte Dinge vorliegen. Auch aus der Biografie, aus der Lebensgeschichte ergibt sich oftmals dann ein Besuch bei einem Hellseher oder Ähnliches, wo dann Belastungen eingetreten sind. Nun der Weg zur Befreiung. Die Grundvoraussetzung ist, dass der oder die okkult Behaftete die Sünde, die Schuld dieser Tätigkeit, dieses sich darauf eingelassen Habens erkennt und bereut. Und das kann zum Beispiel dadurch geschehen, dass man in die Bibelstellen aufschlagen lässt oder vorliest, die das okkulte Tun verwerfen und als schwere Sünde vor Gott brandmarken. Es ist ja vielen gar nicht bewusst, dass das Gott strengstens verboten hat als Sünde. Es ist eine Sünde wie Diebstahl, Geiz, Unzucht und anderes, aber es führt eben auch in Bindungen dunkler Art hinein. Wichtige Stellen sind etwa 3. Mose 19, wo Götzendienst verworfen wird, Wahrsagerei, Zauberei, Geisterbeschwörung, Astrologie. Eine Schlüsselstelle ist 5. Mose 18, die Verse 9 bis 14. Hier ist also eine ganz ausführliche Aufzählung von okkulten Praktiken. Wenn Sie einmal diese Stelle sich zumindest notieren, haben Sie immer hier eine große Übersicht. 5. Mose 18, 9 bis 14. Wenn du in das Land kommst, das dir der Herr, dein Gott, geben wird, so sollst du nicht lernen, die Gräuel, die Abscheulichkeiten dieser Völker zu tun, dass nicht jemand unter dir gefunden werde, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer laufen lässt
Das finden wir bei Gurus, aber auch im Westen immer häufiger. Oder Wahrsagerei betreibt, oder Hellseherei, oder geheime Künste, oder Zauberei, oder Bannungen oder Geisterbeschwörungen vornimmt, oder Zeichendeuterei, also das ganze Feld der Astrologie, der Horoskope und anderer Techniken, oder die Toten befragt, Spiritismus. Denn wer das tut, der ist dem Herrn ein Greuel, und um solcher Greuel willen vertreibt der Herr, dein Gott, die Völker vor dir. Das soll das Volk Gottes nicht tun, sondern wir haben die Fülle, wir haben alles in unserem Herrn Jesus Christus und in seinem Wort. Da brauchen wir keine Wahrsager, keine Zukunftsdeuter. Er hat uns die gesamte Heilsgeschichte, bis er wiederkommt, und darüber hinaus geoffenbart, hier in der Bibel. Und einmal die Frage, wer ist schon glücklich von einem Hellseher wiedergekommen, wenn er erfahren hat, dass eine Krankheit auf ihn zukommt, eine Trennung, der baldige Tod, oder er dann in eine furchtbare Angst hineinkam, was ja die Regel ist, oder wenn nur Gutes vorausgesagt wird, dann stimmt es ja oft auch nicht. Also es ist nur abzuraten von solchen Dingen. Nun, eine Stelle, die noch wichtig ist für die Auseinandersetzung über die Astrologie, ist Jesaja 47, 12 bis 14. Jesaja 47, 12 bis 14. Das Gericht über Babel, da, wo ja die Astrologie ihre Ursprungsherkunft hat. So tritt nun auf mit deinen Beschwörungen und der Menge deiner Zaubereien, um die du dich von deiner Jugend auf bemüht hast, ob du dir helfen und es abwenden kannst. Du hast dich müde gemacht mit der Menge deiner Pläne. Es sollen hertreten und dir helfen die Meister des Himmelslaufs und die Sterngucker, die an jedem Neumond kundtun, was über dich kommen werde. Siehe, sie sind wie Stoppeln, die das Feuer verbrennt. Sie können ihr Leben nicht retten vor der Flamme Gewalt. Denn es wird nicht eine Glut sein, an der man sich wärmen, oder ein Feuer, um das man sitzen könnte. Also hier keine Geborgenheit, sondern eben diese Sternkunde, die den Menschen allein lässt und betrügt. Und andere Stellen, die ich jetzt nicht alle aufzähle. Und wenn er seine Schuld erkannt hat, dann sollte er sie bekennen, möglichst vor einem Seelsorger oder vor einem bevollmächtigten Christen. Und die Sünde kann eben nur dann wirklich gebrochen werden, vor allem eben okkulte Sünde, wenn sie bekannt wird, wenn sie öffentlich ausgesprochen wird. Auch heute bieten wir ja die Möglichkeit an, hier vorne nachher, wenn jemand sich hier aussprechen möchte, es sind auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da und auch wir stehen zur Verfügung. Und dabei ist es auch nötig, das persönliche Mantra, die Zauberformel preiszugeben oder die okkulten Bücher, Zaubertexte, Glücksbringer, Amulette und so weiter zu vernichten, wegzutun. Die Einwohner von Ephesus in der Apostelgeschichte beschrieben, haben sie auf einen großen Haufen geschichtet und verbrannt. Sie haben gebrochen mit ihrer dunklen Vergangenheit und sind ans Licht zu Jesus Christus getreten. Und dann kann die Befreiung erfolgen, die Lossprechung des Gebundenen im Namen Jesu und die Übergabe des Lebens an Gott. Wer frei werden will, der muss in das Licht zu Jesus Christus überwechseln. Es gibt keine Befreiung aus den okkulten Bindungen, wenn man nicht sein Leben Jesus Christus anvertraut. Psychologie reicht hierzu nicht aus, wo okkulte Dinge im Spiel sind. Abgesehen von mancher Problematik, auch sonst mit psychologischen Techniken, worauf ich jetzt aber nicht eingehen möchte. Aber die Umkehr zu Jesus Christus ist die Voraussetzung. In seinem Namen, in seiner Erlösung liegt die Kraft, liegt das Heil zur Befreiung. Und dann gilt es, wenn dieser Schritt des Glaubens getan wurde, im Glauben an Jesus Christus festzuwerden, zu wachsen. Nur so können Angriffe aus der dämonischen Welt abgewehrt werden. Und das kann geschehen, indem der frisch Bekehrte oder die frisch Bekehrte eine dauernde seelsorgerliche Begleitung, auf jeden Fall am Anfang, erfährt, wo die Rückfallgefahr besonders groß ist, gerade bei diesen Dingen. Eine Einbindung erfährt in eine Gemeinschaft wiedergeborener Christen, etwa in einem Hauskreis oder Bibelkreis, also auch eine engere, kleinere Gruppierung, wo man sich gegenseitig helfen und dienen kann.
regelmäßiges Bibelstudium und Gebet ist wichtig und auch, dass man den Schutz und das Blut Jesu Christi in Anspruch nimmt und sich ganz gezielt darunter stellt. Dass man sich stärkt durch das Mahl des Herrn und dass man Freundschaften und Kontakte abbricht, die einen okkult wieder zurückwerfen könnten. Es ist manchmal notwendig, gerade in der Anfangsphase diese Dinge abzubrechen. Vielleicht, wenn man dann gefestigt ist, kann man auch da missionarisch auf diese Menschen wieder zugehen, aber sonst ist es wichtig, dass man da nicht wieder zurückgezogen wird in die Finsternis. Und auch alle Lebensbereiche ausliefern, Jesus Christus wirklich reinen Tisch macht. Ich möchte ein Zeugnis am Schluss wiedergeben von einem Mann, der Ihnen wahrscheinlich fast allen bekannt sein dürfte, den ich auch persönlich gut kenne, Rabindranath Maharaj. Es ist der Autor des Buches Der Tod eines Guru und sein Zeugnis ist deshalb besonders interessant, weil er eben nicht nur okkulte Praktiken betrieben hat, sondern selber in der fernöstlichen Religiosität als Guru, als fleischgewordene Gottheit verehrt wurde und mit all diesem gebrochen hat, indem er Jesus Christus als seinen Heiland und Erlöser kennenlernte. Und er hat diese Lebensübergabe einmal folgendermaßen erzählt. Ich möchte das nun zum Schluss wiedergeben. Rabbi Maharaj sagt, Krishna behauptete, es gebe viele Wege. Buddha sagte, bevor er starb, er habe den Weg nicht gefunden. Aber Jesus Christus sagte, ich bin der Weg. Nun, darüber musste ich ernsthaft nachdenken. Eine so kraftvolle Botschaft konnte ich nicht ignorieren. Nach vielen inneren Konflikten und Kämpfen ging ich schließlich auf die Knie und sprach ein schlichtes Gebet, in dem ich Jesus Christus bat, mir alle meine Sünden zu vergeben, in mein Leben zu kommen und mich in Verbindung mit dem wahren, lebendigen Gott zu bringen. In dem Augenblick, als ich dieses Gebet sprach, geschah etwas Umwälzendes. Ich spürte buchstäblich, wie Tonnen dunkler Dinge mich plötzlich verließen. Zum ersten Male erkannte ich, dass all die mystischen Erfahrungen, die ich gemacht hatte, die Visionen, die ich gehabt hatte, die Astralreisen, die ich durchgeführt hatte, die Götter, die ich besucht hatte und mit denen ich gesprochen hatte, die übersinnlichen Kräfte, dass all das Teil der Dunkelheit gewesen war, die mich jetzt verlassen hatte. Und Jesus Christus, der gesagt hat, ich bin das Licht der Welt, er trat in mein Leben ein. Er veränderte mich total. Er wandelte mich total um in einen neuen Menschen. Ich war jetzt wirklich wiedergeboren worden. Ich kann sagen, dass ich in Jesus Christus, dem wahren und lebendigen Gott, begegnet bin und dass ich in ihm dauerhaften Frieden und wirkliche Hoffnung gefunden habe, wie ich sie als hinduistischer Weiser und Guru nie besessen hatte. Ich wurde fähig, mit seiner Liebe Menschen zu lieben, die ich vorher trotz meiner Religiosität gehasst hatte. Jesus hat eine ganz neue Dimension in mein Leben gebracht. In ihm habe ich den wahren Sinn des Lebens gefunden. Soweit Rabbi Maharaj. Ich kann Ihnen das ganz ähnlich bezeugen. Ich war ja auch früher in diesen Strömungen und habe auch durch Schulkameraden, die mir immer wieder von Jesus Christus erzählt haben, mit 18 Jahren diesen wahren Herrn und Heiland gefunden, bin von diesem Weg der Selbsterlösung, die in die Verzweiflung führt, weggekommen und durch die Kraft der Erlösung zur Dankbarkeit und Liebe befreit worden. Wünsche das auch Ihnen, wünsche Ihnen, dass Sie mit dem Herrn gehen, auch in die kommende Woche, in Ihrem ganzen Leben und dass wir uns einmal wiedersehen, wenn nicht hier auf Erden, dann einmal bei ihm in seiner Herrlichkeit. Wir wollen aufstehen zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du den Sieg errungen hast am Kreuz auf Golgatha und dass jeder, der dies im Glauben annimmt, auf der Seite des Siegers steht. O ja, Herr, schenk uns das doch auch heute Abend, dass viele hier im Raum auf deiner Seite stehen und dass viele ihr Leben dir übergeben. Herr, rede du doch zu jedem Einzelnen und wo Bindungen da sind, da zerbrich du die Mauern der Finsternis. Reise Menschen heraus und lass sie neu
Leben finden, wirkliches Leben finden in dir. Oh, wir bitten dich darum von Herzen. Geh du nun auch mit uns in die kommende Woche. Schenke uns deinen Segen bei allem, was wir tun, und deine Weisheit und Liebe zu allen Menschen, denen wir begegnen. Wir danken dir jetzt für diese ganze Konferenz und bitten dich, dass du auch die Gemeindearbeit hier segnest, dass du immer wieder Menschen herzuführst, dass sie gerettet werden, auch bei der Aktion Pro Christ und bei allem, was nun hier noch weiterhin läuft und getan wird. Lob und Preisen, Anbetung sei dir, dem Sieger von Golgatha. Amen. Unsere seelsorgliche Erfahrung zeigt immer wieder, dass es sehr viele Menschen gibt, die eigentlich irgendwie mit diesen finsteren Machenschaften des Satans in Berührung gekommen sind und dass es viele sind, die sich nach Freiheit sehnen. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass auch eine Reihe in unserer Mitte heute Abend sind, die das deutlich verspürt haben, dass in eine ungute, in eine satanische Abhängigkeit auf die eine oder andere Weise gekommen sind. Die zweite Erfahrung, die wir in der Seelsorge immer wieder machen, dass Menschen allein im persönlichen Gebet von solchen Bindungen nicht freikommen können, sondern dass sie eine seelsorgliche Hilfe mit ein oder zwei seelsorglichen Menschen brauchen, die mit ihnen sprechen, diese Bindungen gemeinsam vor Gott bringen und das ganze Leben aufräumen vor Gott. Es gibt keine partielle Befreiung für den Menschen. Es gibt nur Befreiung in der Gesamtheit der Persönlichkeit. Wer glaubt, dass er partiell frei werden könnte, irrt. Es gibt es nicht. Und darum muss das ganze Leben Gott gehören, Jesus Christus, ausgeliefert werden. Und darum ist es uns so wichtig, nach dieser Thematik und diesem letzten Vortrag unserer Glaubenskonferenz, dass wir hier jetzt persönliche Gespräche nach Schluss der Versammlung anbieten. Unser Referent, Lothar Gassmann, wird gleich im Sprechzimmer dort sein. Und dort darf man sich einfinden. Wir werden mit Mitarbeitern hier vorne im Mittelblock sein. Sie können gerne auf uns zukommen. Ich vermittle Gespräche, will auch selbst mich bereithalten für Gespräche. Auch Menschen, die eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus suchen, weil sie die noch nicht gefunden haben und ganz deutlich jetzt am Schluss dieser Konferenz merken, das fehlt uns eigentlich, sind ebenfalls eingeladen, sich mit einzufinden und Jesus Christus in ihr Leben aufzunehmen. Ihnen noch einmal ganz herzlichen Dank für Ihre Dienste und Gottes Segen weiter in Ihrer Arbeit. Das Singeteam möchte diese Konferenz beschließen mit einem Abendlied, so könnte man sagen. Die Sonne singt, die Gnade nicht. Und das ist unsere Freude, dass die Gnade Gottes mit uns geht. Bitte singt uns das Lied. Gut und preis.
preise dich, der neue Tage gibt. Du schenkst mir Mut und trägst auch mich, ich bin von dir geliebt. Du denkst an mich und segnest gern und hilfst durch diese Zeit. Ich schau auf dich, du bist nicht fern, dein Tag ist nicht mehr weit. Herr Jesus Christ, mein Gott und Herr, dein Segen ist mein Glück. Wo du, Herr, bist, ist nichts so schwer, ich weiche nicht zurück. Und bringe dir, was du mir gabst, und weihe mich dir neu. Du bist mit mir, wie du es warst, ich preise deine Wir wollen uns zum Schluss unter den Segen Gottes stellen. Wir danken dir für diese Tage, die hinter uns liegen, Vater im Himmel, im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Danken dir für alles, was du uns deutlich gemacht hast. Hilf, dass wir das Wesentliche behalten, dass es uns neu in den Sinn kommt. Und dass wir es ausleben und dich dadurch ehren. Danke, dass du uns an diesem Abend Mut schenken willst, auch Dinge des Lebens zu klären und Bindungen auflösen zu lassen von dir, dem Sohn Gottes. Du weißt, wer jetzt ganz persönlich gerufen ist und das jetzt auch deutlich verspürt, dass er an diesem Abend Befreiung erleben darf. Schenk den Einzelnen diesen Mut, diesen Raum nicht eher zu verlassen, bis er in dir das neue Leben und ganze Befreiung gefunden hat. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei und bleibe mit uns allen. Amen. Und nun warten wir mit den Gesprächen hier vorne allen anderen einen guten Weg nach Hause und